Hallo und herzlich willkommen. Nach langer Zeit kommt wieder ein Video, und zwar ein Unboxing-Video von Get Digital, Your Geekstuff Supply. Wir schauen mal, was drinnen ist. Wenn ihr euch fragt, warum in letzter Zeit nicht regelmäßig Content kommt, dann ist es, weil ich einfach an einer Winterdepression leide. Und weil ich einfach, ja, Winterdepression. Jedes Jahr zur selben Zeit. Schön depressiv. Fangen wir mal damit an. What the fuck, was ist das? Drinking Glass. Ein Drinking Glass. Okay. Schauen wir mal rein. Certified Container for Dihydrogen Monoxid. Content also known as Hydroxyl Acid. Okay. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Mit Warnungen. Can lead serves these intelligence. Okay, cool. Cool. Da ist noch ein Trinkglas. Ich glaube sogar dasselbe. Mal gucken. Okay, das ist. Ist das dasselbe? Ist genau identisch. Zweimal dasselbe Glas, aber ich brauche immer Gläser, also das passt schon. Sehr schön. Was haben wir da? Rick and Morty Mystery Minis. Keine Ahnung, für was ich den Shit brauche, aber. Schauen wir mal. Oh, ein flauschiger Mr. Meeseeks. Mr. Meeseeks, yeah. So, ich weiß, das Video ein bisschen unmotiviert rüberkommt, aber wie schon gesagt, bin ein bisschen... Auf jeden Fall flauschiger Mr. Meeseeks. Kann man immer brauchen. Wenn ich einen Schlüssel hätte, dann würde es mir sicher irgendwo aufhängen. Aber habe ich nicht. Und da, was haben wir da? Ein Zuckerl. Ich mach's mal auf. Was ist das? Schaut aus wie ein Teil von meines Gehirns. Aber probieren wir es einfach mal. Oh Gott. Wisst ihr, wie das schmeckt? Sehr chemisch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh. Irgendein chinesischer Scheiß. Oh. Ich will das nicht essen. Oh mein Gott! Oh Gott, ich hab noch eins. Das schmeckt ja so besser. Aber ich esse das einmal nicht, das wird der gleiche chemische Scheiß sein. In einen netten Briefumschlag. Ah, köstlich. Was haben wir da? Ein Anstecker. Das passt zu mir. Sinking, ne? Fokussiert. Sinking, please wait. Sollte ich mir auf den Kopf kleben. Aber ja. Ein T-Shirt. If you can remember this, your childhood was awesome. Okay, der ist geil. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, das ist eine Flauschidecke. Eine Flauschidecke ist immer gut. Flauschi. Okay, Flauschi gibt es aber nicht. Und ich glaube, das ist ein Handtuch. Okay. Free for use of public advice. Also oben steht Police Telephone free for use of public advice as assistance obtainable immediately. Oh Gott, mein Englisch ist kacke. Officer in cars response to all calls, pool to open. Hm? Auf jeden Fall ein Handtuch, Leute. Kann man immer brauchen. Okay, was haben wir noch da drinnen?
Chemiewaren und Kühlschrankmagnet. Also heute ist das Thema eindeutig Chemie. Und ihr wisst ja, Chemie ist in. Geht schon gleich mal früh, Gott. Hier. Sehr schön. Ein Kühlschrankmagnet. Oh, das braucht man immer. Das braucht man immer. Also für die Leute, die kein Bananen zeichnen können, ist das mega praktisch. Ein Bananial würde ich nennen mal. So, jetzt sehe ich wieder glücklich aus. Okay. Gehen wir weiter. Adventskalender Nerd-Aufkleber. 24 nerdige Sticker für deinen Adventskalender. Nerdige Sticker sind immer gut. Als Freak ist sowas gut zu gebrauchen. Als Geek, sag mal lieber Geek. Ein bisschen ein Geek bin ich ja schon. Hier als YouTuber, ne? Mal gucken. Lasst uns gucken. Okay. Ja, kann man immer gebrauchen, irgendwelche Sticker tolle für 24 tolle Sticker. Sind die noch der Reihe? Der 24. ist natürlich ein Get Digital Sticker. Das hätte ich mir was Cooleres erwartet. Ja, ist sicher für irgendwas zu gebrauchen. Oder auch nicht. Mal gucken. Ein Heft. Zauberwelten. Das ist einmal ein richtig geiles Magazin. Da geht es um Games hauptsächlich. Aber es schaut eigentlich ganz nice aus. Okay. Ja. Machen wir weiter. Get Digital für Nerds und Geeks, Science and Science Fiction. Eine binäre Armbanduhr. Ja, okay. Ja. Das war's wieder mit der Get Digital Box. War sehr spannend. Und das war's dann auch wieder mit euren Wizard. Peace out.